Dann hallo und herzlich willkommen bei Klingo Games. Ich bin Kirk und wir spielen heute Oxygen Not Included. Allerdings ein wenig anders als bei den bisherigen Let's Plays. Ja, kaum angekommen, fangen wir hier an, erstmal unsere Basis ein wenig zu vergrößern. Während wir den Sauerstoff noch da oben aus diesem Erzgestein bekommen. Wie man sieht, hat auch eben schon die Natur bzw. die Tierwelt uns einen kleinen Besuch abgestattet, während wir hier menschlich sind und die Umgebung modifizieren zu unseren Gunsten, könnte man so sagen. Und hier sehen wir jetzt, wie wir hier den ersten Zwischenwand einziehen und man sich hier überlegt, wo die Toiletten platziert werden können. Allerdings sich dann noch dazu entscheidet, erst einmal die Basis noch ein wenig, ein paar Meter zu vergrößern und hier den ersten Gang nach oben zumindest schon mal grob vorzuplanen. Während wir hier weiter die Wände der Basis planen. Baut uns der Harold da auch schon die erste Leiter nach oben. Und man glaubt es kaum. Hier die ersten Schritte sind, die ersten paar Ziegelwände sind gebaut und schon machen unsere Duplikanten Pause, beziehungsweise für den Tag sogar schon Feierabend, noch bevor wir überhaupt die Position der Betten geplant hatten. Da habe ich mir dann auch noch gedacht, dass Toiletten eventuell auch nicht schaden könnten. Aber unsere Duplikanten haben nicht die Muße, die Betten fertig zu bauen, sondern legen sich auf den Fußboden und schlafen dort. Wer hätte es gedacht, stellen die Duplikanten fest, dass es auf dem Fußboden schlafen wohl doch nicht so sonderlich angenehm ist und schrauben hier erstmal die Feldbetten zusammen, die wir auch gleich erstmal zuteilen. Und die Toiletten, anscheinend haben die ein dringendes Bedürfnis, werden auch gleich in Angriff genommen. Wie es sich gehört, werden die auch gleich mal eingeweiht. Braucht auch eine Möglichkeit, das Abwasser irgendwo hinzuleiten. Weil sonst wird es sehr unappetitlich und man will das Schmutzwasser ja nicht in das saubere Wasser leiten. Wieso wir hier eine kleine Wand einplanen, die unten im Keller quasi ein Schmutzwasserreservoir von dem sauberen Wasser abtrennen soll, auch wenn wir als erstes das Wasser hier oben als Frischwasserreservoir entleeren wollen und nutzen wollen. Zum Beispiel zu wissen, wo man atmen kann und wo nicht. Wie man hier sieht, ist unten ziemlich viel unatembar. Die Temperaturen sind allerdings noch sehr gemäßigt. Strom haben wir noch keinen. Aber die Dekoration hält sich auch in Grenzen. Toiletten wirken halt nicht besonders schön. Was ja damit zusammenhängt, dass sie Keimschleudern sind. Während unsere Duplikanten hier schön erst einmal den Tunnel weiter ausbauen, haben wir hier die erste Kolonieerrungenschaft freigeschaltet und arbeiten außerdem an der Seite dabei, ein wenig diesen Hauptgang zu vergrößern. An allen Fronten wird gearbeitet. Langsam müssen wir uns Gedanken darum machen, wie wir an Sauerstoff kommen, denn wie man eben gesehen hat, dieses sauerstofferzeugende Erz dort oben ist schon zur Hälfte gut weg. Während wir hier unten gerade noch daran gearbeitet wird, das zukünftige Dreckwasserreservoir ein wenig von der Größe zu optimieren.
und natürlich die Trennwand fertig zu ziehen, damit das das Dreckwasser nicht das saure Wasser daneben direkt kontaminiert. Und sehen sie nicht niedlich aus, wie sie die Luft anhalten. Und die lieben Duplikanten, da unten ist nämlich kein Sauerstoff. Ist tatsächlich eine gute Idee, sich mal darum zu kümmern, Sauerstoff zu produzieren. Wieso hier der Ashkan den ersten Sauerstoffgenerator zusammenklöppelt und Harold dort die Ziegelwand erweitert, oder beziehungsweise den Fußboden ein wenig verbessert. Und gleich müsste der Sauerstoffgenerator fertig sein. Da ist er fertig und wir stellen fest, ohne Strom ist der nicht sonderlich zu gebrauchen. Also müssen wir auch noch schnell eine grundlegende Stromversorgung in die Basis basteln. Dafür war hier hinten Gott sei Dank der Platz schon vorgesehen. Als Generator dient dieses formschöne Laufrad, sehr sportlich, und ein paar Batterien. Und so ist es hier auch schon wieder, dass der Tag sich dem Ende neigt und unsere Duplikanten zum ersten Mal in ihren Betten schlafen können. Scheint definitiv bequemer zu sein als der Fußboden. Am nächsten Tag fangen wir hier an, uns zu den Nahrungsmittelvorkommen weiter oben vorzubuddeln. Auch hier sieht man kaum Sauerstoff an. Einfach nur, weil uns die Nahrung allerdings so langsam aber sicher etwas ausgeht. Und verhungern ist ähnlich unschön wie ersticken. Und hier ruft die Heimat an und fragt, was sie haben wollen. Alles nicht das, was man wirklich gebrauchen kann. Deshalb werde ich mich hier für das am wenigsten nutzlose oder gar schadende entscheiden. Dieses Hilfspaket mit dieser Wärmeweste oder was das war. Und wenn wir schon Strom haben, habe ich mir gedacht, können wir uns darum kümmern, ein wenig Nahrung zu produzieren. Auch wenn die Nahrung dort nicht die beste ist, die da rauskommt. Essen herstellen, auch für eine nicht ganz so unwichtige Sache. Und machen sich auch gleich daran, diesen Mikrobenklatscher oder wie das Teil, Matscher heißt er, glaube ich, fertig zu basteln. Aber wie es sich gehört, sobald der Hunger sich meldet, beendet man die Arbeit und rennt direkt erst einmal zu den immer weniger werdenden Lebensmittelvorräten der Kolonie. Aber morgens, die erste Handlung ist erst einmal das Desinfizieren der Toiletten und anschließend das Produzieren von Strom. Strom braucht man nämlich, während wir hier diese formschönen und lecker aussehenden Matschriegel in Produktion aufgeben. Nachdem Mima nach ihrem 100-Meter-Sprint im Laufrad eh schon topfit ist, holt sie das Wasser für den Matschriegler, während wir hier ein Waschbecken installieren, um ein wenig Hygiene in die Basis zu bekommen. Und Mima dann anschließend hier anfängt, die Matschriegel zu produzieren. Ach, sieht das nicht lecker aus? Da läuft dann auch gleich das Wasser im Mund zusammen, so wie die aussehen. Da könnte ich mich auch nicht widerstehen. Und hätte richtig Motivation, hier in dieser Kolonie zu leben. Während Ashan nochmal einen 100-Meter-Lauf im Laufrad hinter sich bringt. Und Harold scheint ein Fanatiker von Reinlichkeit zu sein. Oder er steht einfach nur nicht auf Lebensmittelvergiftungen. Und baut deshalb hier diesen Waschzuber, oder wie das Ding heißt. Ein Billigwaschbecken ohne Abfluss. Wir werden definitiv das Dreckwasserreservoir unten brauchen. Und am Ende von Zyklus 4, oder kurz vor dem Ende, sieht unsere Kolonie so aus. Die grundlegendsten Überlebenstechniken sind vorhanden. Jetzt kann es daran gehen, die Kolonie etwas zu vergrößern, verbessern, optimieren. Und natürlich, die Herstellung vom Essen und vom Strom wird unterbrochen, um zur Nahrungsbox zu rennen und sich etwas zu essen zu krallen. Ein leckerer Matschriegel, die man gleich genüsslich herunterschlingt. Und mittlerweile hat sich auch sowas wie Morgenroutine eingestellt. Die Toiletten werden desinfiziert. Es wird ein 100-Meter-Lauf im Laufrad gemacht. Und es werden Matschriegel produziert, die ja am gestrigen Abend schon so gut ankamen. Die Kilokalorienvorrat an Lebensmitteln baut auch wieder ein bisschen auf, was sehr schön ist. Zeitgleich oder kurz darauf wird hier unten der Baubeginn des Flaschenentleerers und der Flaschenentleererkonstruktion in Angriff genommen, um in Zukunft das Dreckwasser entsorgen zu können.
von dem in der Kolonie über kurz oder lang einiges anfällt, während dort oben noch weiter Lebensmittel produziert werden. Und man sich dann auch noch Gedanken darum macht, welche Sachen in der Kolonie gebraucht werden, zum Beispiel ein wenig Technologie, können nicht schaden, wie soll man hier diesen Technologie-Forschungsdingens-Tisch in Auftrag gibt. Volt anscheinend eh nichts zu tun hat, rennt er erst einmal los und baut diesen Forschungstisch zusammen. Vielleicht will er auch einfach nur auf eine richtige Toilette gehen oder seinen Kollegen ersparen, zwecks Stromerzeugung im Laufrad zu rennen, was ja auf Dauer vielleicht auch nicht das Angenehmste ist. Den Forschungstisch fertig gebaut hat, wird hier auch schon einmal ein Blick auf die Möglichkeiten der Forschung geworfen. Und man entscheidet sich dafür, hier diesen Nahrungsschritt als erstes zu gehen. Schon alleine wegen dieser Algenkultur vorne, mit der man das nervige CO2 aus der Atmosphäre kriegt, was sich in der Kolonie immer mehr ansammelt. Und CO2 ist nicht so schön wie Sauerstoff in der Luft. Wie man hier auch unschwer erkennt, denn in dem Bereich, wo der Mikrobenklatscher steht, ist die Atmosphäre schon sehr kohlenstoffdioxidhaltig. Aber erstmal wird gegessen und sich gegenseitig für die Denkleistung gelobt. Und Denkleistung bedeutet auch Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte bedeuten, wir können Fähigkeiten verteilen. Und hier kriegen wir einmal einen Bauspezialisten, der diesen tollen Bauhelm bekommt. Und kurz darauf im Schlaf, muss ja ein ganz toller Traum gewesen sein, bekommt hier ein weiterer Duplikat. Kant gleich einen Fähigkeitspunkt, den wir dann auch noch vergeben werden. Da, Ashkan, der muss einen sehr, sehr, sehr interessanten Traum gehabt haben. Hier, zack, er kriegt das schwere Graben, damit dass sie auch gewisse Ressourcen, die wir noch nicht abbauen können und diesen tollen Bauhelm. Und das muss für die Jungs ja echt, also ich weiß nicht, ob das an dem Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre liegt oder woran es liegt, aber das muss ja eine Erfüllung des Lebenstraums sein, diesen Helm aufsetzen zu dürfen. Und es ist nicht nur bei Ashan so, sondern auch hier bei Harold. Dem geht es nämlich bei seiner Kopfbedeckung auch nicht anders. Der reißt die Augen auch bis zum Anschlag auf und freut sich wie ein Honigkuchenpferd. Steigerte Fähigkeiten im Bereich des Bergbaus schützen einem nicht vor absoluter Dummheit. Ashan lobt sich erst, baut den Kupfererzbrocken unter sich ab, springt dann hier hoch und baut seinen Rückweg ab. Ja, sehr intelligent. Hier sagen wir schon mal seinen Kollegen, dass sie mal Ashan da oben runterholen soll, weil der kommt da nicht mehr weg. Na, wie heißt es so schön? Hochmut kommt vor den Fall. Mima bringt hier erst nochmal die Schmutzwurzel an die Seite. Harald schnappt sich schon mal etwas Baumaterial und rennt dann hoch, um Ashan aus seiner prekären Situation zu befreien. Und auch Mima schnappt sich Baumaterial und hilft dann auch dabei, hier oben diese unschöne Situation zu beenden, während wir hier unten nochmal schnell sagen, wir wollen dieses nervige Kohlenstoffdioxid mal langsam aus der Atmosphäre kriegen. Das macht keinen Spaß. Und Harold hier ist auch sehr intelligent. Der baut den Klumpen unter sich ab. Das sollte man eigentlich gelernt haben. Nie das unter einem abbauen. In der Zeit haben es unsere Kolonisten dann hier unten auch hingekriegt, diese Algenkultur aufzubauen und mit den nötigsten Materialien zu versorgen. Also Wasser und Algen braucht die. Und fängt hier jetzt an, dieses Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre zu filtern, um hier ein wenig die Atembarkeit der Luft zu erhöhen in Sachen Sauerstoffgehalt. Denn wie jeder weiß, Sauerstoff ist ein tolles Gas. Und hier planen wir den Bau jetzt so, dass unsere Duplikanten sich nicht so einbauen wie vorhin. Und da kommt auch schon die nächste Lieferung. Und auch hier, weitere Bevölkerung will ich noch nicht. Also nehmen wir hier dieses
sauerstofferzeugende Erz. Das kann dann da vorne auf der Basis wegsublimieren, sag ich mal. Und ein wenig den Sauerstoffgehalt in der immer größer werdenden Basis verbessern. Und hier, Mima bekommt außerdem ihren Doc Brown Hut. Auch schon wieder Essenszeit, Tagesende, Toilettengehzeit, alles in einem. Mal sehen, wie es weitergeht hier mit unserer lustigen kleinen Kolonie. Und zumindest den Duplikanten scheinen ja die Matschriegel nicht ganz so zu munden. Ich wünsche euch noch viel Spaß, bis zum nächsten Video. Lasst doch eine Bewertung da. Euer Kirk von Klingo Games.